Drecksviecher. Sorry, Wally, hast du irgendeinen Tipp? Nee, ne? Ich sehe nirgendwo eine Art Turm. Dafür sehe ich einen Wächter. Ist der ganz? Ja, der ist ganz. Ach, fick dich doch, ey. Ich hab die Schnauze voll von diesem Berg. Schön, hier gibt's Schreine. Ein Turm wäre auch nicht verkehrt. Könnte ich da hinten mir besorgen beim Wasserfall. Jetzt muss ich erstmal warten, bis Mifa und Rivali wieder voll sind. Vorher bringt das ja alles nichts. Oh, mittendrin könnte ich ein paar Leuchtsteine farmen, das ist doch mal was. Gab mir Feuersteine. So viel zu den Leuchtsteinen, die ich farben will. Na, immerhin zwei. Ah, das ist eine dritte. Ganz leise. Die Musik hier ist viel zu laut. Du hörst mich nicht durchs Wasser platschen. Gut. Mehr gibt's ja hier eh nicht. Link, kannst du mal bitte was essen? Das Gedüdel geht mir irgendwie... Danke. Okay, es reicht noch nicht. Können wir denn verstärken? Das können wir verstärken und das können wir verstärken. Ja, genau, wegen der Spurenechse. Hm, bitte. So, was würden das brauchen, wenn wir das noch weiter verstärken? Sportkröten und Eisflederbeißerflügel. War es ja jetzt auch kein Problem. Das ist in der Tat ein Problem. Ja, ja. Ich bleib schnucklig. Alles kein Problem. Ich bin jetzt wieder aus der scheiß Schneeregion raus. Da ist der Turm. Schöne Scheiße. Vorschläge?
außer sich da durchkämpfen? Mist. Die Wölfe haben mich gesehen. Wenn mich Wölfe sehen, ist mal ganz blöd. Hallo. Du hast der Herausforderung bestanden, ein Zeichen der Bewährung erhalten. Ja, dann gib mir mal, Herz. Ja. Herzen sind erstmal die nächste Priorität. Und dann kann ich wieder auf Ausdauer gehen. Sehr schön. 8 Stück. Bring den Frieden nach Hyrule zurück. Ich versuch's, wenn mich die Wölfe nicht zerfleischen. Das ist mir natürlich noch tiefer. Okay, das Feld da unten ist tabu. Da sind Milliarden an Wächtern. Das da oben kriege ich, glaube ich, hin, wenn ich von dem Schrein da an der Seite aus starte. Und mit der Sora-Rüstung einfach mal die Wasserfälle hochplätsche. Oh, da war ja noch ein Schrein. Überall Schreine. Ich weiß, da war bei Hateno in der Nähe noch einer auf dem Berg, aber das ist auch nur eine Kraftprobe. Von daher vergessen wir es gleich. Was ich noch machen könnte, ist beim Sora-Dorf. Da gibt es einen Hinox, der noch immer lebt. Aus Gründen. Danke. Natürlich, du musst genau das über 2 Ebenen. Egal. Kann ich mitten im Wasserfall, wenn ich da reinfliege, hochschwimmen? Ich vermute mal nein. Aber es ist nicht so schlimm. Man kann ja auch einfach runterfallen und dann hochschießen. Es dauert nur länger. Doof war natürlich, dass ich mit drin auf der Klippe aufgeschlagen bin. Das war nicht so geplant. Das sieht irgendwie krogig aus. Nein, die rutscht man nur ab, wenn es regnet und nicht, wenn man nass ist. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Warum meinst du so weit weg, hä? Ist da irgendwas kostenlos oder so? Ach komm schon! Revalis Sturm ist bereit! Das ist cool. Dual Exile Lanze. Wo sind jetzt die ganzen Knochen hin? Ist doch nicht dein Ernst. Ich lege hier alles um, ich krieg keins der Items, aber ein Blutmond steht am Himmel. Natürlich. Da muss ich mich beeilen. Hep. Ein bisschen weiter nach vorne. Egal. Ja, das schöne Zeug. Ja.
So, ich habe alles eingesammelt. Bin mal gespannt, was passiert, wenn so ein Blutmond kommt, während man im Wasserfall steckt. Warte mal, das krieg ich getimed. Das krieg ich garantiert getimed. Komm, schneller. Schneller! Komm schon, Link, ja! Hehe! Der rote Wasserfallflitzer. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Okay, ich flatsche einfach weiter nach oben. Hat das die Steine respawned? Na, immerhin. Hat auch die Steine respawned. Glaube ich. Oh, Maxi-Barsch habe ich auch noch bekommen dadurch. Na, immerhin. Aber jetzt ist auch gut mit rauf und runter. Du siehst mich nicht. So, und jetzt bitte... Nein. Triff! Okay, wir haben die Angewohnheit, ihn ein bisschen zu weit nach rechts zu werfen, richtig? Das heißt, ich versuch's mal so. Aha! Ciao, ciao. Gut, Plan, ich wollte zum Wasserfall, richtig, ich erinnere mich. Rivalis Sturm ist bereit, aber den hebe ich mir für den Turm auf. Der Exalfo kann mich mal kreuzweise. Wenn er will, unbedingt kann er ja mit ins Wasser kommen, aber nö. Nur gucken, nicht anfassen. Ich weiß noch, hier will mich jeder ans Leder, auf die eine oder andere Art. So, Südakada, Brücke West, da sind wir wieder. Und drauf! Super Link! Okay. Da ist jemand, der einen gerne davon abhalten würde, zu diesem Turm zu kommen. Aber eigentlich wollen wir es deswegen nur noch mehr. Also, was ist das? Ein schlafender Bocklin. Soll er mal machen. Eventuell sollte ich den Schrein da ansteuern. Das Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Danke, Süße, das bedeutet mir viel. Ich verliere viel zu schnell an Höhe für meinen Geschmack. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gleich direkt in den Suchstrahl von diesem Ding da rudern. Voll die Festung hier. Ruinen der Akala-Festung. Gut, so viel zu der Frage, wem die Festung gehört. Ja! Okay.
Und von hier aus klettern wir erstmal ein bisschen. Denn wer weiß, wofür wir Revali noch brauchen. Jetzt sind die alle blöd. Okay. Ah, hier sind wir. Eigentlich will ich Revalis Sturm hier gar nicht verwenden. Na, vielleicht doch. Aber ihr seht, man kann so ganz schön einfach das komplette Ding hier skippen. Oh, Kanonen, ob die noch funktionieren? Das zählt nicht. Ich wollte die Kanone benutzen. Nichts damit getroffen. Schade. Oh, aber... Nein, das wird nichts. Das wird nichts. Oh. Verrosteter Schild. Ja, brauchst du das Schwert wieder nicht mitnehmen. So, und jetzt nimm mal bitte Pfeile, die nicht so teuer sind. So, muss doch irgendwo Augen geben, oder? Jetzt kann ich wirklich rüberfliegen. Dann ist mir das Wumpe. Warte mal, ich hab den noch extra weggeräumt, weil ich im Obergeschoss an die Kiste wollte. Pfeil. Es regnet gerade. Warum? Ich wollte das Ding hier gerade anzünden und gucken, ob was passiert. Aber warte mal. Nein, es passiert nichts. Ja, ich weiß. Das Mushin-Großschwert zerbricht gleich. Soll es machen. So, die Treppe hier wird bestimmt bewacht und das heißt, hier könnte gleich ein Auge mir entgegenstarren. Na, das ist aber nett. Da überhaupt rein? Ist da irgendwas? Nö. Aber ich kann es als Brücke dafür verwenden, okay? Sofern es sich noch drehen lässt. Ernsthaft, Leute? Und tiefer. Spring von Bergen. Gehe Wasserfälle rauf, um zur Brücke zu gehen. Ey, glaubst du es denn? Okay, ist hier noch ein Auge, das ich beseitigen kann? Oder ist das alles irgendwie gerade so... Thank you.
Ach, egal. Ja! Tschüss da unten. Das wird doch nie im Leben was. Besser. So, dann gib mir mal die Akala-Karte. Shika-Stein erkannt, Shika-Turm wird aktiviert. Da ist dein Wächter, verdammt. Datenübertragung beginnt. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Cool.